mit dem geistigen Motivationstraining braucht man auch das richtige Fundament. Vor allem, wenn man seine Form aus dem Altertum tradieren will, sollte man nicht nur um die Geschichte, sondern um die Inhalte der Geschichte Bescheid wissen. Und die eigene Sprache ist türkgermanisch und die Geschichten sind türkgermanisch und aus dem Reich der Mitte sind die Geschichten, während sie passiert sind, nicht, aber nachträglich als fundamental Menschentugend grundsätzlich zu sehen. Man spricht dann von der Kulturtugend, weil die Natur ja auch Tugend hat und die Natur unterscheidet sich in Arten und die Art wird mehr durch die Tugend verbunden als die Kultur und die Kultur trennt die Tugend von der Tugend, um die Tugend rein und erprobt zu halten. Und da spricht man von Venti, um aus dem Altertum die Kunst zu tradieren. Und da hab ich das Shinlin-Tse geschrieben. Da geht es nur um den Renmu-Dimu, den Haupt- und Leitmeridian. Und dann habe ich in der Akupunktur zur Sinologie. Und in den Shinlin-Tse habe ich geschrieben, wie man nur aus der Natur Sinologie lernt und warum man standardisierte Zeichen bevorzugt gegenüber vielartigen Schriftarten. Und so entsteht die Annäherung an die Lehre von den Haupt- und Leitmeridianen zur Akupunktur. Und in den Wu Xianzi habe ich eingehend geschrieben von den 12 Haupt- und Nebenmeridianen. Entschuldigung, soweit ist es noch nicht, das wird vielleicht ein neues Buch. 5 Grundmeridiane, um die 12 Hand-, Fuß-, Haupt- und Leitmeridiane zu erfahren. Da habe ich am Anfang nochmal den Haupt- und Leitmeridian aus dem vorherigen Buch vorgeschrieben. Und dann bin ich im Text auf die Geschichte eingegangen. Wir kennen in Deutschland die Runen und die Edda. Und die Edda geht über Skadi und Tai Chi in die chinesische Geschichte. Und Fu Hi ist dann der Chef der Runen und bindet dann die Runen zu himmelunverworfenen Handlungen, um seinen Folgekaisern entsprechende Vorschriften einleuchten zu lassen, die sie sich vom Himmel einleuchten lassen, was die Entwicklung der Menschheit im Zeitfortschritt, im zeitgeistigen Fortschritt bestimmt. Und ähnlich wie hier im ersten Buch fängt es an mit Anwendungsfreunden und Boxfanatikern, was die so zur Übungsgeschichte beigetragen haben. Fängt es hier in diesem Buch an mit Vernunftverlierer, also die, wo Vernunft bereit sind, ein halbes Materium über sich ergehen zu lassen. Und da geht es dann im folgenden Text auf die Geschichte zu Taren Di ein. Das ist der innere Begriff der Lehren von Haupt- und Leitmeridian im Gyanke Dao. Und führt natürlich aus dem Gorshu, aus dem Schullernen ins freie Lernen, ins Gushu. Und deswegen geht das hier auch
auf die Sitzarten ein und die Punkte werden genau beschrieben, wo sie sind. Er Sao Liang Ming Chi Hai Su. Und ich möchte ein Experiment machen. Hier sind verschiedene Götter rezitiert. Ob man nur durch Hören vom Vorlesen, wenn man es gut vorlesen kann, dann aufsteht und sagt, juhu, ich weiß genau, wo meine Meridiane sind. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Und ich mache da mal so einen kleinen Vorlauf. Aishi. Shi Quang Kun. Ren Zhao Kun. Tang Di Kun. Ning Sang Kun. Pisia Kun. Wir merken schon, das ist der Wassermeridian. Ni I Kun. Er Ti Kun. Fang Shi Kun. Da Fang Kun. Ta Sha Kun. I Su Kun. Hai Bi Kun. Sau I Kun. Kai Jiang Kun. Yuan He Kun. Zai Ya Kun. Dang Si Kun. Vielleicht merken wir, der Wassermeridian geht hinten den Rücken rauf und wieder runter. Rong Yi Kun. Shun Soi Kun. Si Ba Kun. Jiu Li Kun. Tang Si Kun. Mo Jian Shi Sheng. Reng Si Gan. Ho Li Wei. Shubuke. Luang Su Fu Si. Quan He. Ong Dang Te. Jian De. Nian Te. Kiang Hao Hai Che. Also gleich mal ein Anwendungsrat zum Metall- und Wassermeridian. Und dann das Rezitat von dem dicken Buddha, den man überall sieht. Der in den Taoisten des Zhuangji als Lach-Buddha, Traum-Buddha, Schlaf-Buddha, Arbeits-Buddha, Bewegungs-Buddha, Freizeit-Buddha und so weiter beschrieben wird. Ta Wang Che Dan Jian Mei Ti Jia Fu Sa Ta Wu Su Xin Si Shan Shi Hai Shi Xin Ta. Irgendwo davor ist der Metallmeridian.